In diesem Video möchte ich die Magenta TV-Box Play vorstellen. Die TV-Box Play dient als Erweiterungsgerät an einem vorhandenen Magenta TV-Anschluss in Verbindung mit einem Hauptreceiver. Dies kann wie in dem Fall hier die Magenta TV-Box sein, aber auch die Vorgängermodelle MR401 oder MR601 SAT können hier als Hauptgerät fungieren. Das Hauptgerät hat ja letztlich die Festplatte und der Zusatzreceiver hier, der hat keine eigene Festplatte, kann aber im Netzwerk die Festplatte des Hauptreceivers mitnutzen. Das erklärt auch hier letztlich den Größenunterschied. Ansonsten sind die beiden Boxen baugleich, bis auf die fehlende Festplatte. Es handelt sich hier also um einen reinen IPTV-Empfänger, der beste Bild- und Tonqualität unterstützt. Das heißt also auch UAD und 4K inklusive HDR und Dolby Atmos Klang können mit diesem Gerät genutzt werden. Zusätzlich ist hier auch ein WLAN Repeater mit Mesh-Funktion integriert, um die WLAN-Versorgung in Ihrem Haus zu optimieren. Die TV-Box Play hat wie auch der große Bruder, also die Hauptbox, Dual WLAN integriert, also nutzt 2,4 GHz und 5 GHz, in dem Fall mit Wi-Fi 5 oder WLAN AC Standard. Geschwindigkeiten sind bis zu 1733 Mbit pro Sekunde möglich und genutzt wird hier die MIMO 4x4 Technologie, also mit 4 WLAN-Antennen. Zum Vergleich habe ich hier mal den vorhergehenden Zusatzreceiver, den MediaReceiver 201. Man sieht, die Bauform hat sich verändert, der war ja sehr flach gehalten. Hier habe ich eher das Ganze quadratisch. Wesentliche Unterschiede sind auch die Leistungsfähigkeit. Das heißt, ich habe jetzt statt einem Dual-Core-Prozessor einen Quad-Core-Prozessor und auch der Arbeitsspeicher wurde von 2 GB auf 4 GB erhöht. Ebenfalls neu, erstmals lässt sich hier die Playbox direkt per WLAN mit dem Router verbinden, das heißt ein Netzwerkkabel wie früher muss nicht mehr verlegt werden oder eine WLAN-Bridge installiert. Das heißt, ohne zusätzliche Geräte kann ich hier direkt mich per WLAN verbinden und wie bereits eben erwähnt, ist auch ein WLAN-Repeater integriert, um das WLAN selber wieder auch bereitzustellen für andere Endgeräte. Ich habe hier den Lieferumfang der TV-Box Play, einmal das Gerät selbst, dann eine Bedienungsanleitung. Hier sind zum Beispiel die ganzen Stati der Farben der LEDs an der Vorderseite erklärt, was die bedeuten. Ich habe dann hier eine Bluetooth-Fernbedienung, die passenden Batterien dazu, dann das Netzteil mit 1,8 Meter langem Anschlusskabel, dann das passende Netzkabel dazu mit etwa 1 Meter Länge, dann ein HDMI-Highspeed-Kabel für UAD-Fernsehen, etwa 1,8 Meter lang. Hier können Sie theoretisch auch eigene längere Kabel verwenden, da müssen Sie halt nur darauf achten, dass die halt auch UAD bzw. Highspeed unterstützen. Und als letztes noch ein etwa 10 Meter langes Netzwerk- oder Ethernet-Kabel. Das ist ein Flachkabel, kann also gut in der Fußbodenleiste auch verlegt werden. Und es dient dazu, den TV-Empfänger mit Ihrem Router zu verbinden. Alternativ kann dieser, wie gesagt, auch per WLAN angemeldet werden. Auf der Rückseite der TV-Box befinden sich die Anschlüsse. Es gibt hier eine Klappe zum Abnehmen. Da habe ich hier oben rechts einen LAN-Anschluss, also einen Netzwerkanschluss. Hier kann die TV-Box dann per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden werden. Sollte ich sie mit WLAN verbinden, dann kann dieser LAN-Anschluss auch für andere Geräte genutzt werden, also als aktiver Netzwerkport, zum Beispiel für ein Smart-TV oder für einen Computer. Ich habe hier die Reset-WLAN-Taste versenkt. Das heißt, wenn ich das WLAN einmal resetten möchte, kann ich das hierüber machen. Für die TV-Box selber gibt es hier unten einen Reset-Knopf. Der USB-Port ist nur für Servicezwecke. Für Sie relevant ist hier der HDMI-Port mit dem Standard 2.1, um den Fernseher zu verbinden und daneben die Powerbuchse, um das Netzteil anzuschließen. Hier auf der Oberseite befinden sich letztlich Lüftungsschlitze, damit das Gerät entsprechend ordentlich belüftet wird. Hier vorne gibt es 3 Status-LED, die über den Status sowohl vom WLAN als auch von der TV-Funktion informieren. Dann habe ich hier die WLAN-Taste, um das WLAN ein- und auszuschalten. Und rechts die Plus-Taste, um verschiedene Mesh-Funktionen zu nutzen, zum Beispiel um ein neues Smartphone oder anderes WLAN-Endgerät hinzuzufügen. Trotz der vielen neuen Funktionen wie der WLAN-Funktion ist der Stromverbrauch weiter optimiert worden. Das heißt, im Betrieb hat die Box einen Verbrauch von unter 8 Watt, im Standby unter 7 Watt und im Ruhezustand sogar noch unter 5,5 Watt. Die TV-Box Play als Zusatzgerät hat im Prinzip die gleichen Funktionen wie das Hauptgerät. Ich habe hier auf der Startseite Empfehlungen, das aktuelle TV-Programm, welche Inhalte gerade auf welchem Sender laufen.
dann auch hier die Programmübersicht, um zu sehen, was auch als nächstes kommt, also digitale Programmzeitschrift. Darunter kommen nochmal weitere Inhalte wie Megathek, die Online-Videothek, aktuelle Themen wie Weihnachten hier, dann die verschiedenen Zusatzdienste wie RTL und Netflix. Dann gibt es oben auch den eigenen Punkt TV-Programm. Auch hier habe ich nochmal die Übersicht, was gerade im TV läuft, mit Empfehlungen des Tages. Sehe, welche Sender ich zuletzt geschaut habe. Bei der Programmübersicht habe ich den Vorteil, ich sehe sowohl, was jetzt läuft, als auch was danach läuft. Hier oben bei RTL habe ich also eine rote Kulla dran. Das heißt, da habe ich eine Aufnahme programmiert, das sehe ich hier. Kann parallel aber auch sagen, okay, ich möchte das hier auch noch aufnehmen. In dem Fall wird ja die Festplatte des Hauptreceivers genutzt. Ich sage jetzt hier aufnehmen. Einzelaufnahme oder Serienaufnahme wäre auch möglich, wenn das regelmäßig kommt. Und schon ist die Sendung programmiert. Bei verschiedenen Sendern und entsprechend des Entertain-Tarifs oder Magenta TV-Tarifs, den Sie gebucht haben, gibt es hier eine Restart-Funktion. Das erkennen Sie an diesem Symbol hier. Das heißt, wenn ich erst verspätet einschalte, kann ich auch trotzdem die Sendung von Anfang an schauen, auch wenn ich sie nicht auf meinem eigenen digitalen Videorekorder programmiert habe. Das heißt, ich gehe hier einmal drauf in das Programm, bestätige hier mit der Taste nochmal, wechsle hier runter und gebe es die Funktion Neu starten. Das heißt, in dem Fall beginnt die Reportage von Anfang an und ich kann mir das Ganze anschauen. Mit allen Funktionen auch pausieren. Eine weitere Funktion, hier sieht man ja die eine Folge, die ich eben programmiert habe. Aber es gibt hier verschiedene Sendungen, wo auch VOD dran steht, also Video on Demand. Auch bei Sendungen in der Zukunft bei einigen Sendern. Zum Beispiel, wenn Sie einen Telekom-Tarif haben, wo RTL Plus Premium dabei ist, können Sie auch bestimmte Sendungen in der Zukunft sehen. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, CSI Miami, ich könnte es entweder aufnehmen, aber ich könnte es auch direkt streamen. Auch schon, auch wenn es noch nicht im TV ausgestrahlt ist. Er bietet mir jetzt hier an, abspielen auf RTL Plus. Dann logge ich mich in der App einmal ein. Oder das macht der Receiver für mich, wähle meinen Benutzer aus und er wechselt dann direkt in die entsprechende Folge rein, die ich dann hier starten könnte. So, ein weiterer Programmpunkt ist hier meine Inhalte. Das heißt, ich sehe hier meine geplanten Aufnahmen, künftig auch die Aufnahmen, die bereits erfolgt sind. Hier kann ich nochmal zusätzliche Programmierungen vornehmen, gekaufte oder ausgeliehene Filme kann ich hier einsehen in der Megathek der Telekom. Kann hier nochmal die Programmpakete einsehen oder buchen. Der nächste Punkt ist hier die Megathek, die Online-Videothek der Telekom. Man sieht auch, wie spät es mittlerweile ist bei unserem Dreh. Wir haben es kurz vor Mitternacht. Hier werden jetzt gerade Erotikinhalte vorgeschlagen. Ansonsten gibt es hier die Filme, Empfehlungen nach verschiedenen Genres, auch hier für Kinder eigene Inhalte. Manche Inhalte sind kostenlos, manche sind kostenpflichtig. Das steht dann entsprechend bei dem Inhalt dabei. Hier oben sind die Genres, Film, Serie, Sport, Kids. Die kann man auch entsprechend ausblenden oder halt einblenden. Auch hier sind dann wieder die Verweise auf verschiedene Inhalte bei den verschiedenen Diensten, die nutzbar sind oder die ich integriert habe. Dann haben wir hier die Mediatheken der TV-Sender, sei es also zum Beispiel ARD das Erste, ZDF, RTL Plus oder ProSieben Sat.1, auch hier die Inhalte direkt aufrufbar. Dann den Punkt Musik mit musikalischen Inhalten wie zum Beispiel Magenta Musik 360, also Konzerte in Rundumsicht. Die Apps, die installiert sind. Auch wieder die bereits erwähnten Netflix, aber auch YouTube, ARD, Streamingdienste, Sport-Apps, dann die Nachrichten-Apps und dann für Kinder. Und im Menü Einstellungen können nochmal Feintunings vorgenommen werden, zum Beispiel Senderlisten sortieren und andere Funktionen. Eine nützliche Funktion ist auch die Sprachsteuerung. Diese kann über diese mittlere Taste mit der Lupe
aufgerufen werden, indem man die Taste gedrückt hält und hier oben auf der Fernbedienung in das Mikro spricht. Schalte auf RTL. Ich kann also zum Beispiel Fernsehsender umschalten, ohne dass ich die Programmlisten durchblättere. Wird dann direkt aufgerufen. Ich kann aber auch nach Filmen suchen. Suche Film, keine Zeit zu sterben. Dann wird jetzt hier auch das wieder angezeigt, was er als Sprache erkannt hat. In dem Fall passt das. Und jetzt werden hier passende Inhalte angezeigt, wie zum Beispiel der aktuelle James Bond Film, den ich jetzt hier zum Beispiel kaufen kann. Und ab 16.12. wäre er dann halt aufrufbar oder zu mieten. Wenn Sie einen Magenta TV Tarif bestellen möchten oder auch einen bestehenden Tarif auf einen höheren upgraden möchten, zum Beispiel mit mehr Internetgeschwindigkeit, beraten wir als unabhängige Partner Sie gern. Schauen Sie auf unsere Webseite oder rufen Sie unsere unabhängige Hotline an. Wir prüfen zum Beispiel für Sie, welche Internetgeschwindigkeit an Ihrem Standort verfügbar ist.